Hallo und willkommen zurück. Und wir widmen uns jetzt endlich dem, weswegen wir schlussendlich hier auf Eden Prime gelandet sind. Und zwar dem proteanischen Sender. Na, das Teil sieht doch schick aus. Normandy, der Sender ist unfassbar. Sicher. Er bitte sofortige Abholung. Funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy, ich warte. Ein Junge bleibt da lieber weg. Na super. Toll, Kaidan. Macht heute aber auch wirklich nichts richtig. Shepard! Nein! Fassen Sie sie nicht an! Es ist zu gefährlich! Was war das denn? Hat irgendjemand von euch da was erkannt? Die Bilder waren mir ein bisschen zu schnell wieder weg. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender. Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Das war ein nettes Intermezzo. Doktor? Dr. Chakwas? Ich glaube, sie wacht auf. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Wie bin ich hierher gekommen? Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Ja, das war wirklich deine Schuld. Aber ich möchte es mir jetzt nicht gleich von Anfang an mit meiner Crew verscherzen. Ich meine, schließlich rennen die dann hinter mir her mit geladenen Waffen. Wo ist der Sender jetzt? Was ist mit ihm passiert? Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Williams und ich mussten sie zurücktragen. Gute Arbeit. Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod, Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson! Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Sie tragen keine Schuld an Jenkins Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Haben wir Gunnery Chief Williams auf Eden Prime zurückgelassen? Ich dachte mir, dass wir Sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Ja, das finde ich super, weil Williams hat mir ja wirklich geholfen, im Gegensatz zu Kaidan. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient.
Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Wie schön, dass er einverstanden ist. Der Geheimdienst hätte uns warnen müssen, Sir. Wir sind blind in unser Verderben gelaufen. Es war deren Schuld. Die Geth sind seit 200 Jahren nicht mehr aus dem Nebel aufgetaucht, Commander. Das konnte niemand ahnen. Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geth greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Der Rat, ja, der Rat, das ist so eine Sache. Zur Hölle mit ihnen kann ich jetzt auch nichts sagen. Naja, aber wir haben ja nichts zu verbergen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain, und ich hoffe, der Rat sieht das auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Zaren, diesen anderen Turianer. Zaren ist ein Spekter, einer der Besten, eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Zaren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Okay, woher weiß Anderson das eigentlich alles? Warum hasst er die Menschen? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so. Aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Zaren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Zaren gesucht hat? Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Eine Warnung, Krieg oder unser aller Tod. Also ich habe da überhaupt nichts gesehen, außer orange Bilder. Aber ich sag mal, Krieg. Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was sollen wir ihnen sagen, dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Zaren. Aber ich kenne Zaren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Okay, er steigert sich da jetzt ziemlich rein und ich weiß nicht mal, ob er jetzt wirklich alle Informationen des Senders hatte. Ich meine, er hat ihn ja zurückgelassen. Aber wer bin ich, um das zu hinterfragen? Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Wir werden beweisen, dass Zaren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spekter entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Oh, es geht auf die Zitadelle, sozusagen auf das Herz der Allianz, so irgendwas wie die Hauptstadt. Wenn man es so möchte, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, auch wenn wir höchstwahrscheinlich eine Anhörung vor dem Rat haben, der wohl alles andere ist, anscheinend nett zu den Menschen ist. Gut zu sehen, dass Sie in Ordnung sind, Commander. Okay, dann. Ja, okay, dann. Also ich bin ja so enttäuscht von dem Jungen. Ich meine, der läuft mir genau 2 Meter vor die Nase, wird gleich abgeknallt nach 5 Sekunden Kampf. Kriecht die halbe Zeit nur irgendwo am Boden rum, will auch noch den Sender begrapschen. Also, ich bin jetzt nicht sonderlich glücklich mit ihm, muss ich sagen. Aber Ashley ist ja auch hier. Ashley hat ja wirklich gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Ich schaue nur eben, ob ich hier noch irgendwas finde.
Kurz noch, falls es euch aufgefallen ist, ich habe ein wenig an meinen Grafikeinstellungen herumgewerkelt. Und zwar habe ich diese Filmkörnung, diesen Effekt habe ich abgeschaltet. Weil ich glaube, wenn man das Bild dann in YouTube runterskaliert, dass das einfach hässlich aussieht. Aber wenn ihr das vorher besser fandet, dann sagt mir das bitte, aber ich würde das jetzt so lassen. Das macht einfach ein sauberes Bild. Naja, jetzt quatschen wir halt mit ihm. Commander! Es freut mich zu sehen, dass Sie in Ordnung sind. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Gut, dass zumindest Sie wohlauf sind. Es ging ganz schön zur Sache da unten. Ich hasse es, wenn es zivile Opfer gibt. Das scheint einfach nicht richtig zu sein. Aber zumindest konnten Sie Saren davon abhalten, die ganze Kolonie auszulöschen. Also guter Job kriegt er jetzt nicht von mir zu hören, aber Mission gescheitert auch nicht. Ich möchte es mir eben wie gesagt nicht verscherzen. Ich muss mit Joker sprechen. Alles klar, Commander. Ich weiß ja nicht, ob ich denke schon, ich kriege jetzt bald neue Crewmitglieder, aber bis dahin nehme ich ihn mit. Na? Dr. Chuck war's, hallo. Ja bitte, Commander, was kann ich für Sie tun? Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Haben Sie schon einmal an Ihrer Entscheidung gezweifelt? Manchmal überlege ich, eine private Praxis auf der Erde aufzumachen oder eine Stelle in einem neuen Medicenter auf den Kolonien anzunehmen. Aber die Arbeit mit Soldaten ist etwas Besonderes. Wenn ich die Allianz jetzt verlassen würde, käme ich mir vor wie eine Deserteurin. Was wissen Sie über Captain Anderson? Wir haben schon auf einigen Missionen zusammengearbeitet. Er weiß, wann er entspannt bleiben kann und wann er streng sein muss. Die Crew weiß, wie erfahren er ist. Die Leute vertrauen ihm und er kümmert sich persönlich um die Leute unter seinem Kommando. Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet, aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam noch die alte L2-Konfiguration. Dabei kann es Komplikationen geben. Was für Komplikationen meinen Sie? Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn, unerträgliche Schmerzen. Es gibt eine lange Liste grauenvoller Nebenwirkungen. Kaidan hat Glück gehabt. Er leidet nur unter Migräne. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Also die Migräne kann kaum der Grund sein, wieso er so versagt am Schlachtfeld. Also das lasse ich nicht durchgehen. Also lasse ich eine Kopfschmerztablette einwerfen und sich in seiner Kabine verziehen und gar nicht erst mit mir mitkommen. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Jenkins war ein guter Kamerad und ein wichtiges Crewmitglied. Ich fühle mich fast ein bisschen schuldig dabei. Wenn Jenkins noch am Leben wäre, wäre ich nicht hier. Sie sind eine Bereicherung für die Crew, Williams. Ich bin froh, Sie an Bord der Normandy zu haben. Danke, Commander. Ich weiß das zu würdigen. Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn Sie nicht aufgetaucht wären. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft, Williams. Danke, Commander. Ich war mir meiner Sache nicht ganz sicher, als ich auf die Normandy versetzt wurde. Es tut gut zu hören, dass man willkommen ist. Sie werden sich hier sicher gut einfügen, Williams. Danke, Commander. Jo, Williams, mit dir bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. So, ich schnüffel hier noch ein bisschen rum. Was ist denn hier? Captain Anderson. Captain Anderson, hat hier sein Quartier? Hey, hey. Sprechen Sie mit Joker, wenn Sie soweit sind. Sagen Sie ihm, er soll die Normandy ins Dock bringen. Ja, jetzt sei doch nicht immer so unentspannt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und ich möchte mir gern hier das Schiff ein bisschen näher ansehen. Shepherd's Fach. Ja, alles mitnehmen.
Sturmgewehr und Präzisionsgewehr. Man kann niemals genug Waffen haben. So, unten war ich auch noch nicht. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt groß Sinn macht, dass ich da runter dingel, aber ich mach's einfach mal. Ja. Laden. Jo. Oh, das ist jetzt irgendwie so die Ausstiegsluke für das Fahrzeug hier. Waffenausgabe ist da. Allianz Ausrüstungsoffizier. Mit dir quatsche ich gleich, Junge. Ich sehe mich hier nur um. Ashley's spinnt. Kaidan ausrüsten. Ashley ausrüsten. Okay, gut zu wissen. Das heißt, ich muss die gar nicht jetzt in meiner Party sozusagen haben, dass ich ihre Ausrüstung wechseln kann. Das ist beeindruckend hier. Element Zero Kern, das ist wohl das Herz des Schiffs. Techniker Adams, hi. Das mit Jenkins tut mir leid, Commander. Ja, mir auch. So, aber sonst gibt's hier anscheinend nicht viel. Dann laufen wir mal zu diesem Ausrüstungshändler der Allianz. Vielleicht hat der ja schon was für mich, obwohl ich bezweifle, dass ich jetzt sonderlich viel Geld auf der Seite habe. Hey, Commander, brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor Sie starten? Was können Sie mir anbieten? Was immer Sie wollen. Rüstung, Waffen, Mods. Keine Standard-Allianz-Ware. Aber das muss kein Nachteil sein. Aber zahlen müssen Sie natürlich trotzdem dafür. Warum sollte ich für meine Waffen und Rüstungen zahlen? Meine Waren stammen nicht aus dem Allianz-Arsenal. Ich muss sie selbst kaufen. Und sie sind nicht billig. Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet. Aber ohne Lizenzen keine Waren und ohne Waren kein Job. Was für Lizenzen? Wozu brauchen Sie die? Die Hersteller vergeben Lizenzen. Mit jeder Lizenz kann ich bestimmte Produkte kaufen und verkaufen. Ich habe ein paar Lizenzen für einfache Produkte, aber wenn Sie andere Produkte wollen, müssen Sie andere Lizenzen kaufen. Viele der besten Lizenzen sind schwer zu bekommen, aber sie rentieren sich immer, wenn man sie bekommt. Was haben die anderen Hersteller im Angebot? Es gibt so viele davon, dass ich sie nicht alle kenne, aber jede Lizenz spezifiziert das betreffende Produkt. Wie häufig bekommen Sie neue Produkte rein? Das hängt davon ab, wie viele Lizenzen Sie erworben haben. Aber ich habe eigentlich immer ein paar neue Produkte im Angebot. Und in jedem größeren Raumhafen kaufe, verkaufe und tausche ich möglichst viele Waren. Kommen Sie mal wieder vorbei. Ich muss meine Waren möglichst schnell verkaufen. Deshalb habe ich hier immer nur die einfachsten Produkte durchgehend auf Lager. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Okay, also das mit der Lizenz, das ist natürlich gut zu wissen. Wenn ich da über was stolper, werde ich das natürlich mitnehmen. Medigel Upgrade. Erhöht die maximale Anzahl von Medigel-Einheiten. Oh, ich würde sagen, das brauche ich nicht. Was ich bräuchte, ist Cooldown auf Medigel, weil ich glaube, ich verrecke eher, weil ich Ewigkeiten warten muss, bis ich mich nochmal heilen kann. Pistole Kessler 3. 3700. Ah, ich habe ja nur 1500. Das ist ja gar nichts, wenn man sich hier die Preise anschaut. Vielleicht 12.000. Also ich bin dafür, dass man da irgendwie eine Finanzierung vom Allianzmilitär bekommt oder so. Das ist ja echt unleistbar. Aber gut. Gut zu wissen, dass ich hier meinen eigenen Shop unten im Keller habe. Also es ist auch ein bisschen umständlich, dass man dann hier immer in diesen Lift einsteigen muss. Ja, lade. So, was machen wir? Gehen wir jetzt gleich zu Joker und checken sozusagen auf das Citadel ein. Das wird sicher amüsant. Ich guck noch hier rein, da kann ich auch was ansehen. Vielleicht dann bekomme ich immer Erfahrungspunkte, wenn ich mir diese Dinge ansehe. Aber jetzt bin ich durch. Jetzt bin ich komplett durch. Hey Presley, gibt's was Neues? Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Ja. Ja, ist alles so schwarz und grau und orange. Da fehlt ein bisschen Deko, ein bisschen Farbe, ein bisschen Leben. So, Joker. Ich mache jetzt hier erstmal eine Aufnahmepause und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal dann in der Citadel. Macht's gut. Ciao.